So, Freunde, es kann weitergehen. Zweite Runde von Kronos Before the Ashes. Wir haben hier noch einiges zu lösen, was wir noch nicht gesehen haben. So, müssen wir mehr blocken. Das ist unser Problem, wir blocken immer zu wenig. Okay, haben wir wieder einen Splitter. Den brauchen wir später dann für unsere Waffe, um die aufzurüsten. So, da ist der Riese. Da müssen wir jetzt auch nochmal lang. Hinten kommen wir nicht lang, wir müssen jetzt hier lang. Ich hau jetzt nur ab, weil der Gigant da gleich durchkommt. So. Kommt zwar nicht ganz zu mir, aber ist ja egal. Das würde reichen, um mich zu zerspettern. Der muss mich nur einmal berühren und dann war's das. Ja, da merkt man auch, das Schild hilft da gar nicht. Das ist natürlich Mist. Ja, da hat das Schild schon geholfen. Na komm. Jawohl, den haben wir auch erledigt. Wir müssen jetzt hier runter. Aber gar nicht, ob wir jetzt... Ah, doch hier, glaube ich. Ah, sehr gut. Hat auch so geklappt. Ja, komm. Ah, Mann. Nervig. So, hier ist das Wasser schon angestellt. Das ist wichtig. Okay, hier müssen wir besser blocken. Los, komm, schlag zu. Das ist sehr gut. Ich hoffe, dass das eine Becken jetzt vollgelaufen ist. Dass wir sozusagen dann weiter können. Und zwar war da eine Brücke. Gucken wir mal, wo das war. Hier geht's runter. Ich weiß nicht, ob wir durch den Spiegel können oder müssen. Und zwar gab es dann Abgrund. Und an diesem Abgrund gab es eine Holzbrücke. Und wenn ich diese Holzbrücke aber begehen wollte, bin ich dann nochmal runtergefallen. Also das heißt, wir mussten das Ganze mit Wasser befüllen. Mal gucken, ob wir da wieder hinfinden. Wird jetzt ja leicht. Okay, pass auf. Wir sind voll aufgeladen. Setzen wir unsere Energie ein, unsere Zusatzkraft. Ah, da fällt er auch gleich um. Die haben wieder einen Splitter liegen lassen. Das ist sehr gut. Kann ich meine Waffen wieder verbessern? Ich glaube, die Tür ging gar nicht auf. Genau, da wollte er irgendwas noch haben. So einen Zusatz. Den habe ich aber nicht. Genau, hier hatte ich das Stück geklaut, was ich da hinten eingesetzt habe. Ugh.
Bei den Treffen ist das gar nicht so verkehrt. Der, den ziehen wir ordentlich Energie ab. Bin ich ja mal gespannt. Hier fehlt mir noch was, was ich einsetzen kann. Das heißt, ich glaube, wir müssen hier lang. Da sind wir wieder da. Nehmen wir doch nochmal einen anderen Weg. Ich suche immer noch diese Plattform, wo ich dann, sag ich mal, nicht runterfallen kann. Oder immer runtergefallen bin. Hier sind wir jetzt im Kreis gelaufen. Hier ist auch irgendwas. Ah, eine Einstellung. Pfeil, dann L und dann so ein AC. Okay, probieren wir das mal. So, hier, genau. Schauen wir mal. Also das war ein Pfeil. Den gibt's hier gar nicht, ne? Weil der nur eingesetzt werden muss wahrscheinlich. Und jetzt war hier so ein C, ne? Genau, das passt. Aber hier fehlt noch was. Also verworren hier, die, das ist ein Riesenlabyrinth. Ja, komm schon. Sehr gut. Stufe auch wieder aufgestiegen. Können wir gleich mal verteilen. 4 Punkte. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen ausgeglichen. Ach, jetzt habe ich es weggedrückt. Ich Blödmann. So, jetzt bestätigen. Sehr gut. So, genau. Und jetzt können wir hier lang. Hier hatte ich das Problem. Genau, dass die, dass zu wenig Wasser drin war und die Brücke war unten. So, der achtseitige Stein ist fast so groß wie der Kopf eines Menschen. Und er strahlt in ein unheimlich goldenes Licht. Sehr gut. Jetzt ist da natürlich zugegangen. Aber das ist nicht schlimm, weil ich glaube, ich weiß, wo wir den einsetzen müssen. Das müsste hier in der Nähe sein. Hoffe ich doch, dass das noch so war. Wir hätten ja einen Raum gehabt. Da war ja auch so ein... Ja, wie soll ich sagen? Noch so ein Stein in der Mitte, wo was gefehlt hat. Die sind ja relativ einfach zu bekämpfen, ja? Genau. Da lassen wir uns nicht von unterkriegen. So, dann gehen wir nochmal die Leiter hoch. Ich weiß nämlich nicht mal ganz genau, wo es war. Wir müssen jetzt nochmal genauer gucken. Aber das ist ja nicht schlimm.
Okay, den haben wir auch platt gemacht. So, bleiben wir mal hier auf der obersten Ebene. So, die Tür ist natürlich zu. Da fehlt uns noch was. Jetzt muss ich nur noch diesen Raum finden, wo ich den Kristall einsetzen kann. Aber das bekommen wir auch noch hin. Man läuft ja sonst ja öfter mal an einer Stelle vorbei. Ah, ich habe nicht aufgepasst, ich Schlumpf. Mann, 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 Mann. Ah, ist das ärgerlich. Jetzt gucke ich mal in mein Inventar, ob ich den noch habe. Ja, wir haben den noch. Zyklopen. Ah, alles klar, super. Kombination. Können wir den mit irgendwas kombinieren? Nö, aber ich glaube, wir mussten den irgendwo einsetzen. Gucken wir hier nochmal. So ein bisschen träge das Kampfsystem. Das war bei Ram and From the Ashes nicht so. War das ein bisschen anders. So, rechts kann ich ja nicht rüber. Ich kann nur links rüber. Ich glaube, wir laufen jetzt nochmal ein bisschen anders. Wir laufen jetzt mal hier lang. Fehlte uns übrigens auch noch ein Stein. Jawohl. Der nächste bitte. Ah, da ist der Raum, den ich suche. Ja, sehr gut. Ich glaube, hier können wir den einsetzen. Das wird episch, oder? So, gucken wir mal. Jawohl, da ist die Tür, die verborgene. Die muss man öffnen. Das ist schon mal sehr gut. So ein bisschen aufpassen, weil ich weiß nicht, wo wir hier rauskommen. Hier auch runter, oder? Ach, da ist der Riese, alles klar. So, Freundchen, jetzt mach dich mal auf was gefasst. Sagen wir. Muss einmal einen Stein nehmen hier. Los, jetzt haut es. Jo, alles klar. Super. Ah, der hätte aber auch mal einen Splitter hinterlassen können. Wir auch keinen gefunden hier. Schade. So, jetzt müssen wir mal gucken, was war. Ah, hier ist eine Schatzkiste. Ah, alles klar, den brauchen wir. Sehr gut, das ist ja sehr nice. So, an jeden, der die Dreistigkeit, Ignoranz oder Selbstverachtung besitzt, diese Worte gut zu lesen, bla bla bla. Das wollen wir jetzt nicht lesen.
knappe Geschichte eben. Wir den eigentlich jetzt wieder einsammeln, nachdem er... Geht die Tür wieder zu, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir jetzt zurückkommen. Ah, hier sind wir schon. So, sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier müssen wir jetzt einsetzen, den Pfeil, genau. Dann muss das zweite... Das ist ein L und das jetzt kommt so ein AC, müsste das jetzt sein. Ich hoffe, dann woanders hinreisen. Ah, alles klar. Ja, hat funktioniert. Wir sind jetzt woanders. Boah. Alter Falter, ey. Ein paar Teile zerfallen, sehr gut. Ja, nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Ey! Hab ich gesagt, dass ihr nicht schlagen sollt? Sehr gut. Ein paar Reste für mich über oder so, ein paar Teile zum Einsammeln? Nee. Ja. Machen wir da jetzt. Alter, wir hauen. Das gibt's ja. Ich würde sagen, ey. Das ist dieser Riese im Raum. Etwas liegen lassen. Ah, sehr geil. Super. Jetzt fehlen nur noch wenig Teile. Alter. So, jetzt. Heil dich, heil dich. Wenn ich das jetzt verloren hätte, auch den Spielstand, dass mir was, dass ich den Schlüssel oder so nicht gefunden hätte, weil ich brauche noch diesen Buntbart oder was das ist. Ja, da bin ich aber ausgeflippt. Jetzt nach unten geworfen. Aber wird schon seinen Sinn haben. Er liegt jetzt da unten. Okay. Gucken, habe ich denn die Möglichkeit, da weiter runterzukommen? Guck mal hier nochmal. Nicht, dass ich da jetzt, mich bei dem, von dem Buchrücken, sag ich mal, von dem Band, von dem einen Band. Hier lang, ne? Ja. Ja, dass ich da runterklettere. Nee. Dann auf die Fresse falle.
Alles klar, da darf ich nicht runterfallen. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber warum hat er denn das Ding runtergeschubst? Jetzt gucken wir mal, aber ob wir den Schlüssel noch haben. Auf jeden Fall wieder 2 Punkte, die wir vergeben können. Jawohl, bestätigen. So. Ah. Kästchen, super. Drachensplitter. Ist der Juwel, Zyklopenjuwel. Auch super. Jetzt haben wir hier den Aufziehmechanismus für Spielzeug. Und 2 volle Drachenherze. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir diese Spielzeugkombination einsetzen können. Nee, ich würde auch sagen, wir laufen wieder andersrum. Ist mir doch lieber. Das Rätsel haben wir gelöst. Schlapp. Nämlich jetzt die Frage, ob man hiermit jetzt den Schlüssel, also hiermit jetzt die Tür öffnen kann. Probieren wir mal, ob der Schlüssel hier funktioniert. Ne, da fehlt noch was. Fehlt irgendwie noch ein Eisenstab, bin ich der Meinung. So, und dann war doch hier auch noch eine Tür, oder? So, hier ist ja... Hier können wir den Kristall ja nochmal einsetzen. Wir gucken jetzt hier nochmal. Ach, das stimmt, der spawnt ja auch wieder. Jetzt müssen wir eigentlich. Jawohl. 3 gute Schläge und dann ist er weg. So, wir schauen hier nochmal. Nee. Weiter gibt's hier auch nichts. Gott. Jetzt hätte er uns fast erwischt. Wir müssen da auch nicht mehr lang, deswegen nehme ich auch den Kristall mit. Schläge sind auf jeden Fall eindeutig härter. Ah, da liegt er jetzt. Das ist quasi... Das ist ja genial. Das ist quasi der Schlüssel, den ich runtergeworfen habe. Der liegt jetzt da. Okay, dann gucken wir mal, ob wir da was kombinieren können.
Universalschlüssel. Müssen wir mal gucken. Wir haben hier so einige Türen. Genau, wir haben da jetzt die Tür. Vielleicht geht die jetzt auf. Jawohl. Also kriegen wir den besser weg mit dem stärkeren Schlag. So, das runenähnliche Symbol, das oben in der diesen soliden schweren Steinklotz geritzt ist, dringt nur eine Haaresbreite in die Oberfläche ein. Okay. Hier ist auch nichts weiter. Das Silbermedaillon ist mit zierlichen filigranen Mustern geschmückt und so eine detailverliebte Verarbeitung hast du noch nie gesehen. Ja, hier liegt aber einiges rum. Was wir nehmen können. Das ist immer ein Buch. Das lesen wir jetzt aber nicht. Oh, sehr gut. Dann haben wir ja noch eine Tür, die wir noch nicht geöffnet haben. War eine normale Tür. Was liegt hier denn jetzt rum? Ah, noch ein Splitter. Den haben wir ganz übersehen. Mal gucken, wo wir die finden. So, das war ja die Tür, genau. Da gibt es noch eine andere. Da weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, wo die war. Muss auch nochmal schauen. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist das denn nochmal für ein Symbol, das ich jetzt bekommen habe? Das hier. Das Symbol war das ja, was ich eingesetzt habe. So, dann gehen wir aber nochmal durch. Sind wir hier wieder. So, jetzt will ich aber das Rätsel auch nochmal lösen, wie wir hier weiterkommen. Ich bin da ja gestorben. Ich bin da ja runtergefallen. Ich will mal wissen, wie es da normal weitergeht. Wie sie ja nicht vergessen. Ja, komm. Sehr gut. So. Das war ja hier den Schlüssel, den hatten wir ja runtergeworfen. Jetzt
sind wir ja hier runtergefallen und haben festgestellt, wir können hier nicht runterfallen. Ach, dann hätten wir hier wieder hochgekonnt. Das ist das Geheimnis, okay. Haben wir das nämlich auch gelöst. Aber es gibt da noch eine Tür. Die haben wir auch noch nicht geöffnet. Wir gehen hier wieder zurück. So, jetzt müssen wir nochmal die andere Tür suchen. Finde ich diesmal aber gut gemacht, dass sie das jetzt auch zwischenspeichern. Bei Remnant war es manchmal so, dass wenn du an dem Stein dich nicht aufgeladen hast, dann hast du ein Problem gehabt. Dann hat er das nämlich nicht gespeichert. Nein, er hat uns da erwischt. Oh, hätte ich ja kotzen können. Sonst sage ich ja mal, ich laufe da einfach so rein und achte da drauf, aber diesmal habe ich das echt übersehen. Wir laufen jetzt aber wegen der Tür nochmal hier lang. Mal gucken, haben wir überhaupt jetzt noch den Universalschlüssel? Ja, den haben wir noch. So, das Medaillon ist mit zierlichen filigranen Mustern beschmückt. Das hat wahrscheinlich jemand von hohem Ansehen gehört. Möglicherweise sogar jemand adliger Abstammung. Hier haben wir sogar wieder 4 Punkte, die wir vergeben können. Nehmen wir das Arcanum, dass wir da mal so ein bisschen im Gleichgewicht sind. Sehr gut. Alter 29 sind wir schon. Mit 30 können wir noch ein paar Fähigkeiten freischalten. Aber ich will gar nicht so alt werden. Weil das würde bedeuten, dass wir jetzt mal sterben. So. Jetzt gucken wir nochmal wegen der Tür. Also hier ist die Tür. Das war nicht die, die ich meine. Ich lauf nochmal weg hier. Ist irgendwo noch eine andere Tür, eine ganz normale. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Los, komm mal zu. Ist ja gar nicht so schwer. Endlich. Oh Mann, ey. So ein Krampf. So, das Rätsel haben wir ja gelöst. Hey, wo war diese andere Tür? Wir hatten auf jeden Fall, gab es noch eine Tür. Die sah aus wie eine normale Tür, also nicht so wie die Tür. So, hier sind wir ja auch schon weitergekommen. Das war, glaube ich, dann... Genau, das war jetzt die, quasi, dass wir im Kreis gelaufen sind.
Krass, wenn man die Türen immer sucht, findet man die nicht. Okay, da geht's auch wieder zurück. Das ist auch quasi, als wenn man im Kreis läuft. Also gehen wir hier nochmal lang. So, komm. Durchziehen. Machen die eigentlich nichts mehr? Sehr gut. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Genau. Hier jetzt einfach rüberlaufen. Den Typen erstmal ignorieren. Genau, hier können wir jetzt von mir aus kämpfen. Der ist ja sonst so harmlos, also. Das ist ja kein Gegner für uns. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Da ist nämlich auch noch eine Tür, ne? Was ich richtig sehe. Nee, doch nicht. Das sieht hinter. Da ist sie, endlich. Ich hoffe, der sieht uns nicht. So, müsste der ja nur noch passen. Jawohl, der passt. Nächste Tür geöffnet. Das ist schon mal sehr geil. Angenehme Wärme des Steins fließt durch deine Ader und verleiht dir Auftrieb und Mut im Angesicht vor Gefahr. Wenn du ihn aktivierst, umgibst dich die Macht der Sonne und schützt dich im Kampf. Okay, dann gucken wir mal, wie wir den aktivieren können. Aber gibt es hier noch was anderes? Nö, ich glaube nicht. Frage ist, wie kann ich den aktivieren? Ach, der ist jetzt da oben, alles klar. Jawohl. Dritte Tür oder so gab es nicht, ne? Ah, sehr gut, das bringt schon mal was. Dass ich mich halt nur frage, wofür, was brauche ich diesen Schlüssel? Ich muss irgendwo was aufziehen. Geh dir mal einen über, Mensch. Jawohl, der ist auch platt. Ist hier oben. Sah so aus, als hätte man da hingekonnt. Oder könnte man da hinklettern? Ne. Ist auch nichts. Frage ist jetzt, wo kann man den Schlüssel einsetzen? Ist irgendwo muss es einen Mechanismus geben.
wir aber noch nicht gefunden haben. Seltsam, seltsam. Da sind wir jetzt im Kreis gelaufen. So, da er das aber alles abspeichert, würde ich sagen, Freunde, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin.